Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sacred. Hab ich direkt mal weitergemacht, keine Pause. Denn ich will endlich hier Drachen. Na, guck mal. Eine kleine Spinne. Oh, was für ein toller, schneller Sprung. Wahnsinn. So, hier, komm schon her. Combo. Combo, Combo, Combo. Combo, Combo, Combo. Combo, 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 Combo. Aua. Kotzt mich an. So, nochmal 15.000 Erfahrung und einen Bogen. Wow, klasse. Immerhin ein Trank des Mentors. Der ist ja immer sehr gern gesehen bei mir. So, wo ist denn ehrlich der Drache? Oh, bleib mal dran. Ich hab was in der Nase und ich muss gleich niesen. So, die Stoppuhr noch stellen. So, Stoppuhr ist gestellt. Kennst du das, wenn es so eine Nase juckt und dann dauert es trotzdem noch einen kleinen Moment, bis es genug juckt, damit du niesen kannst? Aua. Ja, ja, im Blitz des Höllenfischs. Schon klar. Da oben haben wir noch den Schrotthändler. So, wo sind wir momentan? Da können wir gleich mal hingehen. Muss schon vorsichtig. Und der hat tatsächlich hier übelste Riesenspinne daneben an. Verdammter Höhlenfisch. Ach, die Höhlenfische. Kommt gleich der nächste. Ist ja wieder weg. Ja, hat sich wieder wegteleportiert. Komische Viecher, hm? Was sie manchmal hier rumbacken. So, jetzt bist du hier. Am Schlüssel. Oh, können wir noch gar nicht. Schade. Natürlich auch blöd, dass es nicht genau angezeigt wird, wann das Ding voll ist und wann es halt nur fast voll ist. Level up. So, die unverletzte Milz eines Höllenfisches. Ah ja, die rennt automatisch zum Kupferbahn. Der Typ ist wahrscheinlich schon längst tot. Mit den ganzen Spinnen. Stopp. Geh weg. Schau mal ganz kurz hier. Nein, ich will endlich unsere letzte Fertigkeit haben. Och man, ich habe echt fest damit gerechnet, dass die Level 40 ist. Jetzt müssen wir bestimmt warten bis 45 oder so oder 50. Och man. Och Menno. Ach, wie blöd ist das denn? Ich will endlich hier handeln können. Wie ein echter Champ. Na gut, ich hilft jetzt alles nichts, ne? Kann ich ja hier rumheulen, wie ich möchte. Da links gibt's nochmal Dörfchen und Gedöns. Wenn wir den Höhlenfischen, schnell genug auf die Pelle rücken, dann stunnen die uns auch nicht. Mir war eigentlich so, als wenn hier gleich in der Nähe ein Drache wäre. Also sprich, fast genau vom Eingang zu diesem Ding, genau, da ist er ja. Silitz! Die Sumpfdrachen. Aha, ich glaube auch eine Sumpfdrachen. Okay, meinetwegen. So, na, ratet mal, was jetzt passiert. Himmelsleuchten. 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 Sieht man schon, dass es erst wieder abklingt. Ja, da komm mal her, Drachi. Komm mal her. Komm mal her, du. Ja, das war schon ziemlich vom Drachi. Komm mal her, ja. Ja, ja, ich weiß, du spuckst bestimmt wieder Feuer. Komm mal ein bisschen mehr ins Himmelsleuchten rein. Ich hau hier nochmal. Nicht nett von dir. Mal ein bisschen Himmelsleuchten hin. Du haust schon ein bisschen rein, ne? Schild. Das habe ich jetzt gar nicht so richtig mitbekommen, dass der jetzt nochmal gespien hat. Feuer. Krisch. Alles mitgenommen. Da oben den Spezial. Ach nee, ist gar nicht Spezial. Ich habe jetzt schon gedacht, der wäre speziell, aber war er ja gar nicht. Upsi. Ups.
Eine Milz. So. Ja, der Drache, den haben wir mit unserer Superkombo umgehauen. Wir dürfen hier nicht rein. Warum nicht? Hallo. Ach, war das nicht das, dass wir erst in der Arena hier zeigen müssen, was wir drauf haben, wenn wir da hoch dürfen? Hat er das nicht erzählt gehabt? Ich glaube. Ist natürlich witzig gemacht, ne? Da haben wir aber aktuell momentan nicht wirklich viel Chancen. Was haben wir hier? Einen meisterlichen Kobaltstab. Der ist bestimmt wieder für den Kampfmarkt, ja. Stimmt's? Sehe ich gerade nicht. Nee, ist nicht gebunden. Hat nur Magiekunde 10. Aber abgesehen davon. Auf alle Magiersprüche. Regeneration Zauber plus 120%, alter Schwede. Mentale Regeneration ist da auch das Beste, was du haben kannst, wenn du ein Magier bist. Deswegen gibt's die auch auf die Verteidigung. Ist echt ein cooles Ding, ne? Kann man nicht meckern. Also hier dürfen wir scheinbar nicht dran. Kann ich ansprechen? Ja. Talpi. Hey, verschwinde hier. Der Zutritt ist nur für Mitglieder der Grabräuber-Schatzsucher EG. Dieses Gebiet wurde von uns als erstes entdeckt. Und als Entdecker haben wir das Recht, es als persönlichen Besitz in Anspruch zu nehmen. Wenn du Mitglied unserer Gilde werden möchtest, dann suche unseren Beauftragten in Finsterwinkel auf. Er wird sich erkenntlich zeigen, wenn er dich für würdig hält. Ja, da hat sich ein Claim abgesteckt. Was machen wir jetzt? Ich schau mal ganz kurz was nach. Moment. Pause. Ja, jetzt habe ich hier nachgeguckt. Auf Level 50 dürfen wir uns erst eine neue Fertigkeit aussuchen. Alter, Level 50. Naja, es hilft alles nichts, ne? Müssen wir eben noch ein bisschen ausharren. Wunderhandel. Zing, zing, so müssen wir eigentlich hin nach Süden, ne? Ach, ist das doof, dass wir kein Pferd mehr haben, aber unten gibt's ja dann zum Glück eins. Warte mal ganz kurz. Gegengefährlich Fürst. Ja, ihr seht schon, die ganzen Nebenquests machen wir gar nicht mehr so richtig. Oder noch weniger. Die lohnen sich irgendwie gar nicht mehr. Oder hab ich schon vorher? Na doch, davor gab's ganz... Ah ja. Wahrscheinlich, weil wir den Drachen getötet haben. Ich glaube, das war so. Das ist an den Drachen gebunden. Jetzt, wo kommen wir denn hin, wenn wir durchgehen? Komm, geh mal da. Überall Spinnen, die uns den Weg versperren. Kannst du mal bitte da durchgehen? Ach, guck mal, eine Abkürzung. Haha, geil. So mag ich das doch. Überall Zauberer und hier spielen sie gerade Squidditch, denke ich mal. Heißt das nicht so? Ich glaube. Ich bin nicht so bewandert. Ah ja, da müssen wir rein und da sind überall bösartige Gegner. In Form von Hasen, Kaninchen, oh mein Gott. Und der Typ hier, das Kaninchen, Anja. Was gibt es denn da zu lachen? Ich habe eine Hasenplagenphobie und in dieser Hasenform ertrage ich diese grässlichen Biester besser. Also wenn ihr etwas kaufen wollt, wendet euch an eine meiner Angestellten. Ja, ist ja kein Stress, guck mal. Wir können doch einfach dann Himmelsleuchten hinstellen und die Viecher rennen da automatisch rein. Hey, guck mal, es war keine Stelle. Oh, mein Gott, wir werden angegriffen. Na, kommt mal her. Zack, 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 zack. So, ist noch ein Hase übrig. Ja, noch zwei, drei hier. Und noch einer da. Haben wir jetzt alle? Ja. So. Die rennt zwar, aber sie kommt nicht vom Fleck. Lacht nicht über mich, ich habe eine Hasenphobie. Und in dieser Form ist es einfach besser auszuhalten. Kein Danke. Ja. Übelst Ultrastab, aber eben nicht für uns gemacht. So, das Ding kann auch weg. Das Ding kann auf jeden Fall auch weg. Schilde brauchen wir nicht. Eine Mütze brauchen wir auch gerade nicht. Komm, nimm es wieder, leg wieder ab und verkaufe. Okay. Ach ja. Ja, das mit dem Handeln, ne? Das ist ja, finde ich jetzt echt ziemlich enttäuschend und ein bisschen nervig. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe mich schon so dermaßen drauf gefreut, dass wir dann hier unser ganzes Geld dann verpulvern können. 700.000. Gut, hier unten brauchen wir erstmal ein neues Pferd. Hast du irgendwas ganz Tolles? Ein normales Schlachtross ist nicht das, was ich gerne hätte. Hast du was Besseres hier noch? Ein leichtes Schlachtross. Leichtes Reitpferd. Schweres Reitpferd. Schweres Schlachtross. Wir nehmen nochmal hier so ein leichtes Reitpferd mit Geschwindigkeit 220. Das ist das, was wir haben wollen. Hohe Geschwindigkeit.
Jo. Ich nenne sie Prinzessin. Oder Prinzess, je nachdem. Ja, im Schmied schon wieder, ne? Ich könnte mir auch noch mal richtig was reißen. Schwierig, schwierig, schwierig. Katakis. Wollt ihr einem Zauberkönig in der Magie nicht behilflich sein? Besorgt Silberblüten vom Fuße alter Ruinen außerhalb von Burg Sternental. Denn seht, mein Tresor sind die Bibliotheken und Laboratorien, und so scheue ich davor, Fuß in diese Wälder und Ebenen zu setzen, die von schrecklichen Kreaturen nur so wimmeln. Es soll euer Schaden nicht sein, denn ich werde euch angemessen entlohnen. Also, es soll euer Schaden nicht sein, den Satz haben wir innerhalb von diesem Let's Play schon eine Quadrillion Mal gehört. Beschwörer Fumble-Fan. Alter, wie sieht der denn aus? Beseitigt das Höllenwesen, bevor es noch mehr Unheil anrichten kann. Bitte helft mir. Schnell! Ich habe nur zwei Worte vertauscht. Gangadhar anstelle von Ardagang. Doch da war es schon zu spät, schon geschehen. Ehe ich mich versah, war mein Gehilfe schon verspeist und mir blieb nur die Flucht, da ich ihn nicht bannen konnte. Ich bitte euch, lasst dieses Wesen verschwinden, bevor meine Gildenbrüder herausfinden, was ich hier gemacht habe. Wo denn? Da unten irgendwo? Können wir machen, Prinzessin? Komm mal her. Einmal aufsteigen. Ach, schon besser. Jetzt brauche ich mir nur noch wieder einen schönen Sattel. Den kriegen wir leider nicht wieder, wenn das Vieh stirbt. Das Vieh. Unser wunderschönes Pferdchen meine ich natürlich. Dann reiten hier erstmal einmal rundherum. Ja, aber den Sattel können wir da noch mal ein bisschen Geschwindigkeit rausholen. Ja, Burg Sternental. Wegen der vielen Magier. Wir schauen erstmal, ob es hier noch irgendwo Questgeber gibt. Es scheint aber nicht der Fall zu sein. Hier noch. Okay. Hier ist die Grenze und da. Von wegen Grenze. Das sieht mir aus wie. Ach, wie cool. Ein Zoo. Hier mit ein paar Harpyien und ein paar Gargoyles. Ja, schon cool. Was haben wir denn hier noch? Statue Marcus Ophüs, erster Architekt des Arnum des Zweiten. Arnum des Zweiten. Ja, das war richtig. Was wollt ihr bei mir? Ein paar Höhlenhöllenfische. Und ein paar von diesen Gratis Mortum. Gator Mortis, okay. Fast. Ah, ein paar Untote. Und so eine Riesenspinne. Und was will euresgleichen von mir? Tja, meine Liebe, ich fand dich einfach ein bisschen attraktiv und hab gedacht. Also, ich dachte, wir könnten vielleicht. Halt nicht, mir auch egal. Tiamakia Mugator. Bitte findet Fridolin und bringt ihn zu mir zurück. Heute Morgen ist mir wieder einmal ein Haustier entwischt. Fridolin ist ein 400 Kilo schwerer Waldwasserspeier. Aber er ist handsam und folgt nur seinem natürlichen Drang, sich hin und wieder in den Wald abzusetzen. Bitte findet ihn und bringt ihn zu mir zurück. Habt keine Sorge, er wird euch folgen, wenn ihr auf ihn stoßt. Ja, warum steht er still? Meine Zeit geht auch weg. Ja, die Adligen wieder. Oh, die Madame. Ganz schön eingebildet hier, die Damen. Wirklich mal. Magier des Pyros. Shadarim, Sendbote des Shadar. Die sind immer ein bisschen stärker, die kleinen Typen. Hatte ich sie zumindest in Erinnerung, aber scheinbar sind die es nicht. Die macht gleich ihre Kombo weiter und sucht sich den nächsten. Guck mal, hast du gerade gesehen? Nee, du hast bestimmt nicht mitbekommen. Meine Maus ist abgedriftet. Ich habe versucht, mit der Maus nach rechts zu gehen, aber die hat es immer wieder nach links gezogen. Ja, jedenfalls bei der Kombo sucht sich die nächstgelegenen Gegner und die hat sie dann scheinbar auch gleich gefunden. Da oben ist Fridolin. Da war noch ein Shadarim, Sendbote des Shadar. Ich hatte dich mal stärker in Erinnerung. Aber. So, was war denn hier eigentlich noch? Ein kleines Dörfchen. Jedenfalls haben wir dann gleich Fridolin. Ach, guck mal. Hat die auch lange nicht gehabt. Büßewurm. Büße selber, Sakara Diener. Guck mal einer an, so ein Silber, Keiler. Vor dem hatte ich Angst gehabt. Ganz. Alter. Alter.
Tja, da war der Vergangenheit-Stefan so überrascht gewesen, dass er glatt einen Endscreen verpasst hat. In dieser Folge haben wir einiges erledigt. Wir haben nicht nur gegen riesige Spinnen gekämpft und gegen Drachen und gegen eine riesige Horde von Hoppelhäschen, sondern uns auch ein neues Pferdchen besorgt, weil ja unser altes verschwunden ist. Und im Streichelzoo waren wir. Das war auch sehr schön. Okay, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Secret. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Ciao.